Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Finance TV. Unser heutiger Gast ist der CFO des Jahres 2014. Er hat sich einen Ruf als Dealmaker erarbeitet und er hat uns damit beeindruckt, wie er die Finanzierung in den Dienst des Wachstums des Unternehmens stellt. Unser CFO des Jahres 2014, Stefan Sturm von Fresenius. Herzlichen Glückwunsch zunächst. Herzlichen Dank. Sie sind seit 2005 im Unternehmen. Seitdem hat Fresenius im Durchschnitt alle 2 Jahre eine größere Transaktion getätigt. Der wohl spektakulärste Coup ist Ihnen dabei im Herbst 2013 gelungen. Damals war bereits bekannt, dass Fresenius sich für den Wettbewerber Rhön interessiert. Ein öffentliches Übernahmeangebot war gescheitert an der recht hohen Annahmehürde von 90%. Sie haben dann aber nicht aufgegeben, sondern im Herbst des vergangenen Jahres im Rahmen eines Asset Deals die wichtigsten Kliniken übernommen. Wer ist denn auf die Idee gekommen, das auf diese Form fortzusetzen? Bevor ich konkret auf Ihre Frage antworte, lassen Sie mich nur sagen, ja, seit 2005 haben wir den Umsatz im Konzern ungefähr verdreifacht, aber da haben Akquisitionen einen eher kleinen Beitrag dazu geleistet. Organisches Wachstum ist schon nochmal der deutlich größere Beitrag. Rhön, ich gebe Ihnen recht, 2. Anlauf, leider nur, aber wir sind hartnäckige Leute und wir versuchen in der Regel Nein nicht als Antwort hinzunehmen, sondern konstruktiv weiterzudenken. Das war letztlich, was Sie als Asset Deal bezeichnen, kann man so bezeichnen. Technisch ist es eine Summe von verschiedenen Share Deals. Es war eine Gemeinschaftsleistung zwischen den Anwälten, zwischen der Financial Community. Es war immer wieder ein Testen der Limits, was geht nicht. Wo haben wir größtmögliche Transaktionssicherheit? Denn wir haben uns eben auch gesagt, wenn man etwas Wagemutiges versucht, dann darf man hinfallen. Man muss dann aber wieder aufstehen. Und wenn man das gleiche Hindernis innerhalb relativ kurzer Zeit ein zweites Mal überwinden will, dann darf einem das Gleiche nicht nochmal geschehen. Deswegen Transaktionssicherheit war sehr wichtig. Sehr enger Austausch mit den Anwälten. Letztlich hat es funktioniert. Haben Sie persönlich nach dem gescheiterten ersten Anlauf noch daran geglaubt, dass die Transaktion zu retten sei? Ich muss ehrlich zugeben, der letzte Tag der öffentlichen Übernahmeperiode war vermutlich der schlimmste Tag meines Berufslebens. Und an dieser Situation hatte ich eine ganze Weile zu knabbern. Aber das stachelt natürlich auch an. Den Glauben daran, dass da noch irgendetwas geht, den habe ich nie verloren. Es ging eben auch wirklich um eine Transaktion, die eminent strategisch sinnvoll ist, für die wir so viel Unterstützung von unseren Aktionären, Fremdkapitalgebern, unterstützenden Banken bekommen haben, dass eben auch ein sehr hoher Anreiz da war. Auch von der Öffentlichkeit gab es so viel Unterstützung, es war jeder Anreiz da, diese Transaktion dann wirklich erneut zu versuchen. Aber es war klar, beim zweiten Mal muss der Schuss sitzen. Sie haben insgesamt für Rhön mehr als 3 Milliarden Euro ausgegeben in Ihrer Karriere. Bei Fresenius haben Sie all in mehr als 10 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen arrangiert und auch fleißig den Kapitalmarkt genutzt zu Konditionen, die sich durchaus vergleichen lassen mit den Konditionen, die Investment-Grade-Unternehmen erzielen. Fresenius selbst hat kein Investment-Grade-Rating und Sie haben auch schon mehrfach gesagt, Ihnen ist das letztlich gar nicht so besonders wichtig. Wann und wodurch sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen? Ich bin ein überzeugter Verfechter der Optimierung der Kapitalstruktur eines Unternehmens. Jedes Unternehmen hat seine optimale Kapitalstruktur. Das richtet sich insbesondere am Geschäftsmodell aus. Unseres ist aufgrund der Größe, der Breite, der Diversifikation so stabil, dass wir einfach mit einer Kapitalstruktur nicht nur arbeiten können, sondern aus meiner Sicht sogar sollen und müssen, die einen höheren Verschuldungsgrad dann aufweist. Mein primäres Ziel ist die Minimierung unserer Kapitalkosten. Und da geht es dann darum, möglichst viel relativ günstiges Fremdkapital in die Passivseite der Bilanz einzuschleusen, dabei ein überschaubares Risiko zu fahren. Welches Rating sich dann daraus ergibt, das ist in der Tat aus meiner Sicht nachrangig. Die Ratingagenturen wissen das. Sie sind seit 2005 Finanzchef, begleiten das Unternehmen aber durchaus schon einige Zeit länger. Sie waren zuvor Investmentbanker und sind dann vom CEO Ulf Schneider angesprochen worden, ob Sie sich den Wechsel vorstellen könnten. Wie viel Überzeugungsarbeit musste denn Herr Schneider leisten damals?
Gar keine, es war eher umgekehrt. Ich habe das als, es ist in der Tat so, er hat mich damals angesprochen, aber da gab es durchaus Wettbewerber um diese Position. Und diese Position habe ich schon aufgrund des Begleitens von Fresenius über viele Jahre als einzigartige Chance erkannt. Und deswegen, ich wollte diesen Job. Und deswegen, ich habe letztlich meinen CEO, meinen Vorstandsvorsitzenden davon überzeugt, dass ich diesen Job auch bekommen sollte. Ich glaube, wir haben das beide nicht bereut. Nun pflegen Sie ja als CFO auch den Kontakt zu den Banken. Denken Sie, dass Sie daraus einen Vorteil ziehen, dass Sie die andere Seite des Tisches kennen? So die gängigen Fragen und Kniffe müssen Ihnen ja eigentlich noch geläufig sein. Naja, es ist jetzt 10 Jahre her, aber gut. Was immer es da an Kniffen gab und gibt, hat sich vermutlich nicht so sehr geändert. Nein, ich glaube, der wesentliche Vorteil ist, dass es kaum eine nennenswerte Bank gibt, wo nicht irgendjemand arbeitet, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, dessen Vorgesetzter oder deren Vorgesetzter ich war oder Kollege. Und deswegen, es kommt sehr viel auch auf Vertrauen an, wird der jeweils andere das liefern, was er verspricht. Und wenn man über viele Jahre zusammengearbeitet hat, dann weiß man ganz einfach, was man voneinander zu halten hat. Das ist ein sehr großer Vorteil. Sie sagten es eingangs, der Umsatz hat sich seit Ihrem Amtsantritt sowohl durch Zukäufe als auch organisch in etwa verdreifacht. Das EBIT hat sich vervierfacht, der Aktienkurs hat sich verfünffacht. Was kommt als nächstes? Wir sind ganz einfach in einer Industrie, die sich konsolidiert. Worauf wir langfristig zählen können, ist ein sehr solides Mengenwachstum. Was nicht ganz so schön ist, ist der Preisdruck aufgrund der Enge der öffentlichen Budgets. Der effektivste Weg aus dieser nicht ganz einfachen Situation ist weiteres Wachstum, um Größenvorteile zu generieren. Diesen Weg, den wollen wir ganz einfach weiter beschreiten. Umgekehrt, wir werden nicht einfach nur der Größe an sich halber Akquisitionen durchführen. Das muss schon in die Strategie des Unternehmens hineinpassen. Wir haben 4 relativ unabhängige Unternehmensbereiche. Die wollen wir weiter stärken. Was wir absolut nicht vorhaben, ist einen weiteren 5. Unternehmensbereich aufzumachen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie haben eingangs erwähnt, welches einer der schlimmsten Momente in Ihrer Karriere war. Ich hoffe, wir können mit dem Preis einen der schöneren beisteuern. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal im Namen des gesamten Redaktionsteams zu Ihrer Auszeichnung. Ganz herzlichen Dank, freue mich wirklich sehr. Das war Finance TV für heute. Am Montag haben wir ein Gespräch mit Hans-Jürgen Wiechert, dem CFO von Schmolz und Bickenbach. Er wird uns berichten, wie er die Restrukturierung im Unternehmen erlebt. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Machen Sie es gut.